Hallo zusammen, schön, dass ihr zu meinem neuesten Video einschaltet. Ja, es ist mittlerweile schon der 31. Januar und darum habe ich gedacht, ich drehe jetzt meinen duften Monatsrückblick, Januar 2021. Ich denke, es wird nicht so ein langes Video, weil wie die letzten 2-3 Monate ist nicht dermassen viel leer geworden, beziehungsweise habe ich nicht vieles komplett aufgebraucht, aber ich bin trotzdem zufrieden, weil ihr werdet es dann Ende Februar sehen. Ich arbeite sozusagen momentan wieder ein bisschen an grösseren Bags und dort werden dann garantiert ein paar endlich leer. Und ja, darum bin ich trotzdem zufrieden. Wie ist es an der Bestellfront gelaufen? Super, weil ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe diesen Monat nichts bestellt. Ich habe es ja letzten Monat sozusagen angekündigt. Ich habe mir jetzt für bis mindestens April fest vorgenommen, dass ich kein Duftgewächs bestelle. Zum einen, weil ihr wisst, ich habe ja eh schon viel zu viel. Und zum zweiten habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, ein bisschen mehr auf mein Geld zu schauen. Und ja, das hat wirklich super geklappt. Klar, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe den Monat auch nicht gross bei Facebook reingeschaut. Dann gerät man auch weniger in Versuchung. Aber trotzdem bin ich erstaunt, wie leicht es mir gefallen ist und ja, bin guten Mutes, dass der Februar auch klappt ohne Duftgewächsbestellung. Gut, ich würde sagen, wir legen los. Ich mache es wie immer zuerst die europäischen Sachen, dann die amerikanischen Sachen, die diesen Monat wirklich wenig sind und am Schluss meine Favoriten. Start aber zuerst mal mit etwas, was nicht Duftgewächs ist, nämlich ein Little Something von Wohlfühlmomente in der Duftrichtung American Dream. Das habe ich jetzt vor kurzem in mein Auto gehängt, bis ich da erst einmal Auto gefahren habe, darum kann ich noch nicht viel dazu sagen. Aber das ist ein Lastjub. Ich liebe den Duft, egal ob ich Duftwachs, jetzt in so einem Autoduft oder auch als Körperprodukt. Ich liebe es und freue mich schon sehr auf den Duft. Und dann habe ich noch einen aufgebrauchten Duft, den ich im Dezember in die Lampe tun habe. Er war dort aber nicht dabei im Video, weil ich zuerst noch den Haul abdrehen musste. Und zwar ist das von Doris Duftstübli. Der Merry and Bright. Ja, ich hatte ein Päckchen ausgepackt und ich habe es glaube auch gesagt im Haul-Video, wo ihr erst noch mehr gesehen. Normalerweise drehe ich die Haul-Videos ab und versorge alles, aber ich hatte dort so Lust auf einen Weihnachtsduft und darum hat der schon in meine Lampe dürfen. Und ja, das ist so ein bisschen weihnachtlich gewürzig mit einer leichten Fruchtnote. Finde ich sehr, sehr schön. Ist von der Duftabgabe sehr stark gewesen. Und ich bin froh, habe ich von diesem Duft noch mehr in meiner Sammlung. Gut, gehen wir weiter. Beautiful Fragrances. Den Duft habe ich geschenkt bekommen. Ich glaube, in einem Tauschpäckchen. Hat er, glaube ich, aber auch noch in meiner eigenen Sammlung. Das ist der Duft Schaumschlacht. Und der war von der Duftabgabe mittel bis gut gewesen. Hat mir gut gefallen, passt zum Titel, ist so ein bisschen ein Schaumbadduft. Hat aber auch, finde ich, so ein bisschen so Babykomponenten drin. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber für mich duftet es auch ein bisschen nach Babypuder oder Babywischmittel. Ja. Ein sanfter Badduft gefällt mir gut und werde ich gerne noch davon brauchen, was ich in meiner Sammlung habe. Dann ein Custom Order von Doris Duftstübli. Das war, glaube ich, ein Nili. In der Duftrichtung April Fresh und Marshmallow Fluff. Der hat mich auch positiv überrascht. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt, dass der April Fresh zu intensiv, vielleicht ein bisschen stichig ist. Aber der Marshmallow Fluff hat ihn so schön cremig gemacht, hat ihm wirklich noch ein bisschen so eine Foodnote gegeben und ja, hat mir sehr gut gefallen, von der Duftabgabe auch wirklich gut gewesen. Dann ebenfalls von Doris Duftstübli, da war ganz ein schöner Melt mit so einem Mond, Good Night Kisses. Ich glaube, der Duft ist auch sehr begehrt bei ihr.
den hat sie immer wieder mal im Shop. Und der war von der Duftabgabe mittel bis gut gewesen, wenn mir gelangt hat, weil er, ist ein bisschen, er geht für mich ein bisschen in die Parfümung richtig. Ich vermute, es hat auch ein bisschen Lavendel drin, würde dann aber definitiv in die Parfümung-Kategorie zuordnen. Und ja, er hat mir gefallen. Ist jetzt kein Favorit, aber ich meinte, ich hätte noch mehr von dem in meiner Sammlung und würde gerne verdüfteln. Dann wieder Doris Duftstübli, wieder ein Custom Order. Da kann man es nicht richtig lesen, weil ich mal das Zettel rein tue. Pink Sugar, Bubblegum, Pink Marshmallow und Birthday Cake. Also da hat es wirklich einige Öle drin. Der hat mir von den Duftkombis sehr gut gefallen. Ist von der Duftabgabe auch mittel bis gut gewesen. Der hätte jetzt für meinen Geschmack dürfen intensiver sein. Aber nichtsdestotrotz ein Hammer-Kombi. Dann auch von Doris Duftstübli Custom Order in Zucchini Bread und Vanilla Smoothie. Von dem Duft habe ich ja auch im Dezember was aufgebraucht. Der war von der Duftabgabe gut bis stark. Es duftet schon nach Zucchini Bread, aber ich finde, es ist nicht der typische Zucchini Bread Duft aus den USA. Ja. Kann auch sein, eben weil der Vanilla Smoothie ihn cremiger gemacht hat. Ja. Also hat mir gefallen. Aber ich müsste ihn jetzt ehrlich gesagt auch nicht wieder unbedingt haben. Von Blue Moon habe ich einen Custom Order in Hot Pie aufgebraucht. Der war sehr intensiv. Er war okay, aber kein Favorit. Weil er hat noch irgendeine Note gehabt. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht Schoki, aber wie so etwas was. Wie so etwas brennte Creme oder so. Ja, aber Duftabgabe super, müsste ich mir jetzt aber auch nicht wieder nachkaufen. Dann habe ich eine Clamshell von Iceflower aufgebraucht in der Duftrichtung Rosemary Citrus Spritz. Das ist eine Mischung aus Zitrone, Orangenscheibe, einem hauchweissen Rum, Kräuternuancen, Rosmarin und Crushed Ice. Da habe ich mir noch die Duftbeschreibung aufgeschrieben gehabt. Der war super, sehr intensiv. Gott sei Dank habe ich da die Rumnoten nicht rausgekrochen. Ja, ist schlussendlich ein frischer, ich finde nur leicht spritziger, zitrischer Duft gewesen. Super. Eigentlich nichts jetzt für die kalten Tage oder die regnerischen Tage, aber ich habe eben Lust mal auf etwas komplett anderes. Darum habe ich den wirklich sehr genossen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten aus den europäischen Shops. Aber der gehört eigentlich zu den Favoriten, weil den habe ich super gefunden. Das ist von Blue Moon, der Custom Order in Vanille Kipferl. Der war so, so lecker und so intensiv. Ja, hauptsächlich ein sehr vanilliger Duft mit einer leichten Teignote, aber eindeutig mehr Vanille. Und so intensiv, also ja, eigentlich dürfte sie zu den Favoriten, weil den würde man definitiv wieder mal nachbestellen. Gut, kommen wir zu den USA-Sachen, das sind nur vier. Zum einen von Beezy ein Sandshot in Lavender Milk. Da habe ich überlegt, sollen sie zu den Favoriten tun oder nicht, weil eigentlich ist es ein Favorit von mir, von Beezy's. Ich finde da eine der schönsten Lavendel-Kombis. Hat nichts zu tun mit Coconut Milk, sondern es ist wirklich eine Milchnote, aber auch nicht die typische Milchnote, die sie in anderen Blends gibt. Er hat nichts Süßliches, er schmeckt nicht nach der kondensierten Milch. Ja. Wie eine normale Kuhmilch oder Mandelmilch mit einem krautigen Lavendel. Und ja, einer der schönsten Lavendel-Kombis. Aber ich habe ihn jetzt nicht zu den Favoriten tun,
Weil meine Lavendelphase ist vorbei, beziehungsweise Lavendel gehört jetzt nicht mehr so zu meinen Lieblingsdüften. Darum, ja, würde ich bei Beesy wieder mal bestellen. Würde auch wahrscheinlich wieder im Korb landen, aber es ist jetzt nicht ein Duft, den ich unbedingt haben muss. Dann nochmal ein Sandshot von Beesy aus dem 2016, auch der Lavender Milk, und beide sind wirklich noch sehr intensiv gewesen, der Duftabgabe. Ist Sugared Cronut. Ja. Ein teigiger Duft. Nach einem richtigen, etwas brennenden Teig. Mit einer sehr, sehr minimen Zimtnote. Also für mich hätte es fast noch etwas mehr Zimt dürfen sein. Zuckerzimt, kein würziger Zimt. Von der Duftabgabe wirklich gut. Wäre jetzt aber nicht unbedingt ein Nachkaufkandidat. Den von Super Tarts habe ich Emma Frost aufgebraucht, die Clamshell. Da ist eine Mischung aus Sparkling Ginger, Vanilla Bean Noel und Sugar Crystals. Da sehen wir, bei gewissen Clamshells von ihr werden die mega weich. Und darum habe ich den glaube ich auch aufgebraucht. Ja, schmeckt so ein bisschen wie von Schweppes, heisst Gin Tonic. Ja, ich meinte, ich hätte auch einen Teil davon noch gemischt. Er war von der Duftabgabe wirklich noch gut bis stark gewesen, aber so eine müsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr haben. Ha. So, und jetzt... Eine grosse Bag habe ich komplett aufgebraucht. Ich weiß nicht, wie viele Gramm da drin sind. Ich vermute zwischen 300 und 400 Gramm. Von Winter Chic Scents aus dem 2016 Abominable Snow Monster Peppermint Marshmallow Mocha. Da habe ich die Duftbeschreibung noch drauf gehabt. Und was soll ich sagen? Duftabgabe, obwohl vom 2016 ist mega gsi, also noch sowas von intensiv. Bei Winter Chic Scents ist das manchmal so, also sie hat gewisse Düfte, wo je älter sie werden, wirklich intensiver werden, andere wiederum nicht, also bei ihr ist es immer ein bisschen spannend. Und den habe ich geliebt, obwohl ich so viel davon hatte, also da wirklich bis zum letzten Stück. Hat es mir super gefallen. Die perfekte Kombi aus Pfefferminz, Marshmallow und dieser Mokka-Note, die eher ins Schockige gegangen ist als in die Kaffeenote. Herrlich. Also wirklich, wirklich fein. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich die aufgebraucht habe, weil ich habe, glaube ich, noch ähnliche Kombis von anderen Shops. Aber bin ich wirklich beeindruckt gewesen, eben auch wegen der Duftabgabe, sowas von intensiv und ja, hat mir also wirklich sehr, sehr gut gefallen. So, und jetzt kommen wir zu meinen Favoriten. Das sind 4 Stück an der Zahl. Und zwar ein Duft von Super Tarts, der mich sehr positiv überrascht hat. Das ist Heart of Dixie, das ist einmal eine Fernsehserie gewesen. Die läuft jetzt, glaube ich, nicht mehr. Da ist eine Mischung aus Pink Peonies, Vanilla Bean Buttercream und Pink Sugar. Peonies sind eine Pfingstrose, auf alle Fälle eine Blumensorte. Und ja, ich hatte auch ein bisschen Angst gehabt, weil ich halt eben kommt wirklich so hauptsächlich die Pink Peonies Note raus. Aber war so, so schön. Und geht extrem in die Richtung von Super Tarts vom Duft Edward's Promises, wo ja auch ein Favorit ist von mir. Dort ist zwar Gardenie drin, auch Pink Sugar, ich glaube dort noch ein bisschen Lavendel und so. Da ist ja nur Pink Peonies, Vanilla Bean Buttercream und Pink Sugar, aber es geht eben in die Richtung. Und der Duftabgabe ist so fein gewesen, so ein, ja, ein schöner floraler Duft mit einer cremigen, vanilligen Note und dann leicht der Pink Sugar. Also Pink Sugar kommt recht schwach raus, aber ja, Hammer, Hammer Duft. Also Heart of Dixie würde ich mir definitiv auch wieder nachbestellen. Dann von Doris Duftstübli, ein Custom Order.
Ja, da habe ich sie, glaube ich, mal gefragt vor ein paar Jahren, ob sie mir den nicht als Custom güssen können. Und sie ist so lieb gewesen und hat das gemacht. Und zwar einer von meinen liebsten, wenn nicht sogar mein allerliebsten Vanilleduft, nämlich der Ultimate Vanilla. Ich glaube, da sind sicher 200 Gramm drin gewesen oder ein bisschen mehr. Ich liebe den Duft. Abgabe ist gut bis stark. Steht ja aus dem 2016. Die Duftabgabe ist wirklich noch mega gewesen. Und ja, ich weiß nicht, ob das so ein Solo-Öl ist oder ein Gemisch, ein Blend. Aber ich liebe ihn. Also, wie gesagt, sicher unter meinen Top 3 Vanilleduft, wenn nicht sogar mein liebsten. Ja, da bin ich echt ein bisschen traurig, dass er leer ist. Aber ja, 2016, ich will wirklich mein altes Wachs aufbrauchen. Und ja, darum ist jetzt die Tüte leer geworden. Dann nochmal ein Duft von Supertarts, der Hufflepuff aus der Harry Potter Kollektion. Sweet Bananas Buttery Pie Crust und Sweet Cream, genau so. Aus dem 2017. Ja, ich glaube, ich muss nicht sagen, ich und Bananenduft, ich liebe es. Also, wenn es vor allem so in die Foodie-Richtung geht, ja. Und da mit dieser Kuchennote, dieser Creme, göttlich und sehr intensiv gewesen. Hufflepuff würde ich mir definitiv noch bestellen. Und dann mein letzter Favorit, mega Überraschung gewesen. Der ist aus dem 2017 von Doris Duftstübli. Und zwar ist da der Duft Tamino. Der ist aus einer von ihren Sonderkollektionen. Ich glaube, Zauberflöte ist es gewesen. Und der ist auch immer recht gehypt worden. Und ich verstehe jetzt, wieso. Am Anfang muss ich ehrlich sagen, hatte ich ein bisschen Angst, weil ich ihn kaum wahrgenommen habe. Also am Anfang war ich ja wirklich sehr schwach in der Brust, auf der Brust. Gewesen. Ich habe wirklich über die Lampe müssen. Aber Gott sei Dank, je länger dass er brennt hat, umso intensiver ist er geworden. Und ein göttlicher Duft, wirklich. Ich kann ihn euch aber nicht so beschreiben. Er ist Gott sei Dank nicht so maskulin, wie man vielleicht erwartet. Also ich kenne die Zauberflöte-Geschichte leider nicht, darum weiß ich nicht, wer der Tamino ist, aber ich habe gemeint, es ist wahrscheinlich ein maskuliner Duft. Da hat sicher ein Haufen Düfte miteinander blendet. Es ergibt am Schluss für mich einfach so einen zarten, pudrigen, parfümigen Duft. Aber wunderbar und einzigartig. Also so ein Duftkombi, den ich bis jetzt auch noch nicht in der Nase hatte. Und ja, Tamino wäre, glaube ich, so ein Duft, den ich mir wieder mehr kaufen würde, weil ich glaube, das ist auch einer, der nie verleidet. Und ich hoffe schwer, dass ich noch mehr davon in meiner Sammlung habe, weil die Kollektionen oder allgemein die Sonderkollektionen kommen ab und zu wieder mal in den Shop, aber nicht so häufig. Und ja, darum hoffe ich schwer, dass ich von dem noch etwas habe. Also, mega Favorit, gefällt mir wirklich super. So, und das wäre es also gewesen. Das ist alles da, was ich diesen Monat verdüftelt habe. Wie gesagt, nicht sehr viel, aber wie gesagt, nächsten Monat werden dann dafür wieder ein paar größere Bags leer, wo ich auch sehr froh bin. Und ja. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und hebt euch Sorge. Tschüss zusammen.